Mit der Wand, die Sie hinter mir sehen, wollen wir versuchen, den Besuchern, den Projektinteressierten darzustellen, was die einzelnen Vorteile unseres Projektes sind, aber auch, wie halt die einzelnen Staaten sich in die europäischen Projekte einbringen. Und da haben wir verschiedene Symbole genommen, die halt einfach mal darstellen, wo die Länder, die Staaten ihre Schwerpunkte gelegt haben. Diese Schwerpunkte werden, wie gesagt, durch das Symbol symbolisiert, dargestellt. Und mit einem interaktiven Gerät können Sie darauf zugreifen und dann vertieft Informationen aus dem Internet, aus der Cloud aufrufen und werden dann über die Details der Einbeziehung dieses Staates in das Projekt informiert.